Was ist los, Alter? Es geht nicht. Ich liege still und alles bewegt sich. Was ist passiert? Was ist das für ein Raum? Wo sind meine Klamotten und was ist das für ein Schaum? Ah, alles nass und klebrig. Ich hab gekotzt, oh nein, Mann, wie eklig. Ich will laufen und alles dreht sich. Da kommt es mir hoch und ich übergeb mich. Wie scheint, ich hätte gestern viel zu viel getrunken und hab den Weg nach Hause dann nicht mehr so ganz gefunden. Wie lange liege ich hier? Etwa schon ein paar Stunden. Und warum hat mich eigentlich noch keiner gefunden? Die ersten Schritte sind absolut kläglich. Der Boden ist rutschig und ich leg mich an der Erde verwackelt. Kriech ich zur Tür, sie geht auf und da steht so ein Typ vor mir. Ey yo, die Party gestern war echt richtig nett, aber dein Auftritt, ehrlich, der war echt nicht so fett. Du hast gestammelt, geliked, aber echt nicht gerappt. Ich sag, Junge, komm mal klar, Mann, da liegt Kotze in dein Bett. Mach mal Platz da, gib mir ein Astra. Und wenn du hast noch was vom guten Gras da, mach mal Platz da, hast du ein Fass da? Ich will mich abschießen und damit basta. Mach mal Platz da, gib mir ein Astra. Und wenn du hast noch was vom guten Gras da, mach mal Platz da, hast du ein Fass da? Ich will mich abschießen und damit basta. Ich bin völlig verkatert und mir ist kalt. Mein Körper fühlt sich an, als wäre ich uralt. Ich brauche eine Hose, scheiße, wo ist mein Pulli? Ich will jetzt eine Zahnbürste, ich hab so einen Mundgulli. Mein Zustand ist schlecht, mir geht es nicht gut. Was hab ich gemacht, warum ist meine Hand voller Blut? Ich erinnere mich langsam an den Sturz von der Bühne. Dort gingen die Lichter aus und ich wurde müde. Das ist mir noch nie passiert, das kann nicht sein. Aber es geht schon wieder, bald geht wieder was rein. Und wenn es ganz schlimm wird, geh ich halt ins Krankenhaus. Dort pumpen sie mir dann für 10 Euro den Magen aus. Mal ehrlich, was wäre denn das Leben ohne Alkohol? Ich bin abhängig am Wochenende und fühl mich wohl. Ich will aufdrehen, pöbeln und pogen. Ich liebe mein Leben, aber nur mit Limonade. Mach mal Platz da, gib mir ein Astra. Und wenn du hast noch was vom guten Gras da, mach mal Platz da, hast du ein Fass da? Ich will mich abschießen und damit basta. Mach mal Platz da, gib mir ein Astra. Und wenn du hast noch was vom guten Gras da, mach mal Platz da, hast du ein Fass da? Ich will mich abschießen und damit basta. Nach einem anstrengenden Tag denk ich, scheiße, was ich heut brauch, ist mal wieder ein richtig anständiger Vollrausch. Will rumspringen, die Sau rauslassen und laut schreien. Nüchtern macht das keinen Spaß, dazu will ich blau sein. Meine Frau sagt, übertreib es nicht, ich sag, versteh das doch und setze an, denn einer geht da noch. Die Woche war schon hart genug, geil dieser Erfolgsdruck. Ich kompensiere diese Last, wenn ich mich kotzen vollspuck. Meiner Kreativität hat das bis jetzt nicht ausgemacht. Wo ich am Boden lag, wurde ich halt öfter ausgelacht. Bis jetzt hab ich es fast immer nach Haus geschafft. Nur zur Arbeit nicht, dann wurde eben blau gemacht. Ich will, dass alle ihren Spaß haben und feiern gehen. Und wenn sie es übertreiben, hinterher halt dreiern gehen. Das ist total normal, bausch das nicht auf. Jeder einzelne von uns hat ein Recht auf Rausch. Mach mal Platz da, gib mir ein Astra. Und wenn du hast noch was vom guten Gras da, mach mal Platz da, hast du ein Fass da? Ich will mich abschießen und damit basta. Mach mal Platz da,